Das ist die unfassbare, fassbare Faktor X 1 und 1 Zentrale mit Marcel Davis. Da kommt er her. Da wurde er gezüchtet. Ich wurde ja auch im Reagenzglas da gezüchtet. Da haben sie mich umgeschmissen und dann war ich auf einmal da. Ne? Genau. Da komme ich her. Sie wollen es einfach nicht begreifen, hä? Sie beschränkter Erbsenzähler. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Sie sind gefeuert. Das entscheidet immer noch nichts. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Nur Bier und dann... Ja. Naja. Xalingator, der unfassbare Trostpreis, präsentiert von James Brolin. Was haben wir hier vor uns? Ich habe keine verfickte Ahnung, denn ich kann offensichtlich nicht lesen. Kann ich auch nicht. Alter, was zum Fick ist gerade passiert? Warum habe ich mir eben den Tanga eingeschissen? Wo bin ich überhaupt? Warum habe ich einen Tanga? Und wer bin ich eigentlich? Also, wollte ich gerade fragen. Also, die erste Frage ist, warum hat er einen Tanker an? Die zweite Frage, okay, kann man ja irgendwie noch logisch klären. So, vielleicht dement oder so, ne? Aber warum hast du einen Tanker an? Ich trage da auch nur einen Tanker, wenn es schön warm ist. Sonst trage ich auch normale Unterhosen oder gar keine. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Jonathan Frakes. Ach so. Ich war letztens beim Wahrsager und hab ihn gefragt, ob er einen Knast in meiner Zukunft sieht. Als er dies verneint hatte, hab ich daraufhin den Hurensohn erstmal ausgeraubt. Okay, ich bin jetzt auch schon in dir drin. Doch, bitte nicht. Also, gar kein Problem damit, ne? Wirklich kein Problem damit, aber, nee, ich stehe nur auf Frauen, ich hab meine Freundin, aber sonst, ne? Also, kein Problem, gerne. Für viele Menschen ist das Schönste am Reisen, den drei Studentinnen zu kommen. Was sagen Sie dazu? dazu? Ja, ist das... Drei nette Typen im Mädchen okay. Nachts auf der Straße. Ich war die einzige von uns, deren Führerschein nicht gültig war. Also musste ich fahren. Wo sind wir? Was ist denn das? Das ist der neue Scheiß. Unglaublich fies! Ist das dein Scheiß ernst? Du reagierst darauf einfach nicht? Boah, jetzt wäre geil noch gewesen. Skio, Skio, in mein Audi. Skio, Skio, das ist so geil gewesen. Oh, na toll. Willst du mich boxen? Komm her, komm, fick, lass uns ficken wie ein Mann. Ach schon, weg hier! Das Schlimme bei uns ist, das ist in Osten ganz normal, ne? Das gehört zum guten Ton. Also wenn ich hier nicht rausgehe und mindestens einen Nackten sehe, der mich boxen will, dann läuft hier was verkehrt. So werde ich früh begrüßt. Wirklich so wäre. Das ist auch bei uns ganz normal, wenn man vor der Arbeit schnell um 8 Uhr noch einkaufen geht und sich ein Energy gönnt, ist es normal, dass die ersten schon mit 2,0 Promille irgendwo am Eingang rumliegen und nicht mehr wissen, wie sie nach Hause kommen. Weil sie schon 3-4 Flaschen Wodka-Intus haben. Also ich muss da echt mal so ein Aufklärungsvideo machen, wie das hier im Osten abläuft. Weil ich habe immer das Gefühl, ja, viele verstehen das gar nicht, ne? Hier herrscht ein anderer Ton, ne? Abend, Ladies. Das ist illegal. Dann einfach wieder gehen. Die drei Mädchen sind Mädchen. Vielleicht waren die drei Mädchen nur völlig übermüdet und haben sich am Ende Tanzverbot nur eingebildet. Was geht ab? Was zum Fick, Jonathan? Das ist meine Sendung. Raus hier. Ich müsste noch mein Fahrrad reparieren. Das schiebe ich schon seit mehreren Wochen vor mir her. Wovor hatten Sie Angst, dass Sie... Stellt euch mal so vor, mitten in so einer Sendung kommt da einfach so eine Telefonkonferenz und irgendjemand erzählt das so, yo, ich muss noch mein Fahrrad reparieren. Das wäre so geil. Mitten in so einer... Und das wäre so geil, wenn das mal so mitten in der Live-Sendung passieren würde. Ein Kind war vor Enthüllung. Ein Bett unter ihrem Kind. Vor Monster unter ihrem Kind. Vorm Kind unter ihrem Kind. Vorm schwarzen Kind unter ihrem Bett. Vorm Bett unter ihrem Bett. Oder einfach nur von mir. Mein jüngster Sohn Danny war damals 10 Jahre. Also,
Bei mir hat's aufgehört mit Angst vor Monstern. Das ging bei mir relativ schnell. Bei meiner jetzigen Freundin. Ich weiß, unter Bett gibt's keine Monster. Aber früh, wenn ich dann früh wach werde, erschrecke ich mich immer wieder und denke, ah, Monster. Weil dann die 5 Kilo Schminke abgefallen ist und ne, da kriege ich halt öfters mal einen Herzinfarkt, ne? Da habe ich keine Angst mehr vor Monstern. Ich habe schon alles gesehen, was man sehen kann. Also bitte, mich kann nichts mehr erschrecken. Oh, schön. Und deshalb hänselten ihn seine Klassenkameraden und machten ihm das Leben zur Hölle, Lille. Nicht einmal nachts kam er zur Ruhe, weil ihn Albträume quälten von einem Schrank, das in seinem Monster hausen sollte. Nun ab ins Bett. Und du bleibst jetzt lieb, ja? Nein. Okay, mein Schatz. Nein. Ich hab dich lieb. Ja, danke. Ja, danke. Das ist illegal. Aber das muss ich ganz ehrlich sagen, das sehe ich auch so. Also nicht nur in der Nacht, das sehe ich eigentlich den ganzen Tag, ne? Also von daher so ganz normal. Also ich rede ja auch immer öfters gerne mal mit meiner Mikrowelle. Waren seine Nerven daran schuld? Ein paar Mal wollten wir sie reinlegen. Schauen wir nach. Ich wollte nur fragen. Ist alles fake. Ob ihr fliegen wollt. Ja, okay. Das ist eine wahre Geschichte mit Tanzverbot. Die hat er auch so erzählt von im Stream. Ladies! Das ist illegal. Die blanke Wahrheit. Komm denn, du hast mich los! Wir gehen nicht los! Wir gehen. Die wahre Blankheit. Auch dir, mein lieber Junge, kann ich sagen, wenn du erwachsen wirst und deine erste Freundin hast, du hast dann auch wirklich andere Sorgen. Und die Geister und die Monster unterm Bett, die sind dann nicht mehr so schrecklich. Glaub mal, danach hast du alles gesehen. War aber der Unterschied zwischen Realität und Wahrheit nicht verblüffend gering? Ihr Jonathan Frakes. Hi, James. Hallo, Jonathan. Das ist auch wirklich passiert. Das ist echt passiert, ne? Ich wollte eigentlich einen Witz über Zeitreise machen. Aber keiner von euch hat gelacht. Das ist illegal. Das ist illegal. Nee, Was ist das? Also ich muss wirklich sagen, ich hatte damals auch Angst vor Monster unter meinem Bett. Wirklich mega Angst. Das hat sich dann aber, das legt sich irgendwann. Also wie schon gesagt, ihr werdet dann die ersten Erfahrungen machen. Bei meiner Freundin denke ich dann auch, dann ohne Schminke, das war jetzt vor 2 Tagen, dachte ich, okay, sie ist tot, ist vorbei. Dann habe ich nur gemerkt, okay, sie hatte keine Schminke mehr drauf und die hat nur tiefenfest geschlafen. Weil ich selber kann nicht schlafen, wenn sie schläft, weil sie schnarcht schon hier alles zusammen. Hört das ganze Haus. Also wie gesagt, glaubt mir, wenn ihr, liebe Kinder da draußen, wenn ihr erwachsen werdet, die Monster unter eurem Bett sind ein Scheißdreck gegen. Weil ihr werdet erst noch mit ganz anderen Mächten zu tun haben. Zum Beispiel das Finanzamt. Und dann glaubt mir, sind die Monster eure besten Freunde, wenn ihr einmal mit dem Finanzamt zu tun bekommt, ne? Dann sind das wirklich die allerbesten Freunde. Also, wie schon gesagt, ich wünschte mir die Monster unter mein Bett zurück. Weil die Monster, die realen Monster, die da draußen umher schlendern, sind schlimmer. Viel schlimmer. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Guckt unbedingt das Originalvideo an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da und schaut, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.